Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, also rauszufinden, warum ticke ich eigentlich? Warum mache ich immer wieder die gleichen Fehler? Das Hirn sagt ja, du bist wahnsinnig, die halten dich für bekloppt und so weiter. Boah, fuck, ich bin in so einem Job, ne, der macht mich seit 20 Jahren total unglücklich. Verdammt nochmal, und ich traue mich seit 20 Jahren nicht. Irgendwas ist, oh Gott, Chaos, Hilfe. Und wir machen das Reh, ja. Also, okay, dann bewege ich mich besser gar nicht. Denn wenn ich nichts mache, mache ich auch keinen Fehler. In den meisten Fällen stellt sich letztendlich auch, wie bei mir beim Zahnarzt, heraus, eigentlich war es gar nicht so schlimm. Ja, ich mache Fehler, aber auch das ist jetzt nicht, ich lebe noch. Dass du lernst, viel selbstwirksamer zu werden mit Problemen, mit Sachen, die nicht so laufen wie in Deutschland, ja, weil du Erfahrung machst. Ja, da sind bestimmt auch viele Sachen nicht so gelaufen, wie du das gewünscht hättest. Wenn wir verstehen, dass wir in diesem Chaos leben, dass das durchaus ein Normalzustand ist, dass wir nichts unter Kontrolle haben eigentlich, dann lernen wir viel besser, damit umzugehen.